Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 Ultimate Team. Wir verlieren am laufenden Band. Also wir haben jetzt zweimal gewonnen, zweimal verloren. Aber wir sind, glaube ich, wirklich jetzt bei Spielern in Liga 4 angekommen. Messi hat sich verletzt. Ah, was hat er denn? Knie. Da. Kriegst du eine Kniekarte. Geht's ja wieder gut. Wir haben Messi noch für 4 Spiele. Er hat im letzten Spiel immerhin ein Tor gemacht, aber sonst war er nicht wirklich toll, muss ich mal leider sagen. Und wir haben 2-5 verloren, was schon krass ist. Und es hat sehr geruckelt, ich hoffe, es ruckelt jetzt nicht mehr. Ich habe eigentlich nicht viel geändert, aber wir sehen nur Wiese, was immer ein gutes Zeichen ist bei FIFA, dass es nicht funktioniert, oder? Oh, wen haben wir denn da? Babylon. Auch mit Messi. Messi, Benzema, Carvajal, Sergio Ramos, oh Gott, Pepe, Neymar. Boah, ich rieche die nächste Klatsche. Ich rieche die nächste Klatsche. Santiago Bernabeu sind Manny Beugmann und Frank Buschmann. Benzema. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Es ruckelt immer noch. Okay, das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Lionel Messi. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Aber den hat er fast gehabt. Sergio Busquets. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Benatia. Schweinsteiger am Ball. Da ist ihm der Ball wortwörtlich vor die Füße gefallen. Ist er nicht schnell genug? Schade. Sergio Busquets. Was war das denn? Ich habe Pass gedrückt und der passt erstmal direkt zum Gegner, oder was? Der passt einfach mal direkt zum Gegner. Er ist zu weit. Ich tippe die Taste doch nur an und der macht da so einen Megaschuss draus. Guten Stellungsspiel. Schweinsteiger am Ball. Was sind denn das für Pässe in den letzten Spielen? Reus. Und nun Lionel Messi. Messi. Die verstehen sich blind. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Was? Er schaut noch mal kurz zum Schiedsrichterassistenten raus. Aber es war wohl stottere und bin denn deshalb Fußballkommentator geworden. Hat immer recht, der hat die Fahne. Was war das denn für ein Pass? Marcelo. Und Lionel Messi. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Ja, lauf einfach an ihm vorbei, weißt du? So Alter, Vater. Mann, was sind denn das für Pässe? Und was ist denn das für ein scheiß Geruckel hier? Ein weiter Ball auf Karim Benzema. Lewandowski. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Sergio Ramos. Sergio Busquets. Sergio Ramos, Sergio Busquets, Sergio Paulo Sergio. Benzema. Sogar der Stadionsprecher stottert. Langer Ball auf Messi. Das sieht gefährlich aus. Guck mal hin. Der geht an. Nein! Warum nimmt der den denn an? Ist das ein A-Jugend, BCF-Jugendspieler oder was? Da musst du den einfach direkt raushauen. So ein Spastik habe ich aber nie gesehen. Alter Vater! Bist du ein Vollspasti? Boah, eine kuriose Situation. Und nun Lionel Messi.
Mario Götze. Warum läuft der? Guck mal, der bleibt da stehen, weißt du? Der geht mal nicht nach vorne oder so. Jetzt wird es brenzlig. Ja, immerhin der Ausgleich. Und warum haben sie im Haus da hinten so geschlafen? Das wird sich ihr Trainer auffragen. Aber bitteschön, das ist jetzt, das ist der Ausgleich. Was laberst du für Scheiß? Benzema. Kann er sich den Ball holen? Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. James Rodriguez. Lewandowski. Und nun Lionel Messi. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Das gehört nun tatsächlich. Ja, durch das Ruckeln wusste ich nicht, wann ich schießen muss. Ich war ja auch schon zu stottern. Ich passe mich an. Aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Benzema. So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Und denn zu dem? Oh. Von Lionel Messi wird abgefahren. Geht er rein? Yes. Das ist das Tor. Ich freue mich nur so mittel. Ich fürchte, dass da noch einiges von ihm kommt. Jetzt ist Lionel Messi seinem Bewacher entwischt. Noch hin da. Müller. Piszczek. Und nun Lionel Messi. Hä, hey, warum denn zu dem? Und Lionel Messi. Benzema. Götze. Der Assistent entscheidet abseits. Der ist da gerade rumgejoggt, der Assistent. Der kann gar nicht abseits entschieden haben. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Warum kriegt er nicht den da oben? Mario Götze. Und nun Lionel Messi. Ja, lass den Ball einfach liegen. Brauchst du nicht. Brauchst keinen Ball, um Tore zu schießen, Lionel. Brauchst du nicht. Ein weiter Ball auf Karim Benzema. Mario Götze. Ach Götze, oh Gott, der kommt mal an. Mein lieber Mann, jetzt läuft der Ball aber wie am Schnürchen. Warum dreht er sich denn weg erstmal? Das liegt alles an diesem scheiß Drecks-PC. Das ist so scheiß dreckig ruckelt. Normalerweise nicht. Was? Für ihn? Komm, mach hin, Alter. Den hat er souverän gehalten. Ja, aber das war auch eine der etwas einfacheren Aufgaben. Ach Mann, warum kann der denn nicht mal durchgehen? Gegen Panti konnte Messi immer voll gut durchgehen. Aber hier geht er irgendwie nicht so. Das müssen wir nicht loben, das ist Standard. Hä? Ach so. Das unterschreibe ich. Der Torwart hat auch den Ball, da brauchst du nicht abseits pfeifen. Pfeife. Müller. Wenn Messi eine Sekunde vorher gestartet wäre, hätte er den Ball vielleicht sogar noch kriegen können. Aber ich glaube, bei Messi ruckelt es auch. So, jetzt gibt's Pausentee oder war das Kaffee? Halbzeitstand 2. Ah, oder war das Kaffee? Wie witzig. Der Schiedsrichter sagt, es ist Pausenkaffee, hat noch nie jemand auf der Welt gesagt. Dann geht's in den zweiten Durchgang. Der Ball trifft den Posten und
Und der Ball tritt den Pfosten und Balleroberung im Mittelfeld. Und nun Lionel Messi. Schweinsteiger. Steiger. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Okay. Und nun Lionel Messi. Müller. Die Chance! Mit so kannst du keine Abwehr in Verlegenheit bringen. Oh, Elfmeter, den ich nicht kann. Keiner will mit dem Schiedsrichter diskutieren. Das war eine richtige Entscheidung. Elfmeter. Na, den Ball hat er jedenfalls nicht zuerst getroffen. Das zeigen diese Bilder dann doch relativ deutlich. Korrekt gesehen vom Schiri, die Wiederholung beweist. Messi, zeig mal, ob du Elfmeter kannst. Ob der geht vorbei. Ja, nee. Gibt's denn einen besseren Elfmeterschützen? Aber er war in der richtigen Ecke. Jedes Problem. Stadion ist auch gut ausverkauft, nämlich gar nicht. Gibt Einwurf. Gibt es. Carvajal. Wird angeschossen und der Ball trudelt. Ich hab ihn noch angeschossen. Wieso kriegt er den Einwurf? Sich verarschen. Sergio Busquets. Benzema. Ja, das könnte was werden. Und jetzt. Der war gut gespielt. Und der Ball erzappelt. Der war gut gespielt. Ich sage, ich freue mich noch nicht zu sehr, weil da kommt noch, einiges Situation auf uns jetzt zu und er drückt die Scheiße gespannt, wieder nicht weg, sich verunsichern lassen. Weil ja, sich so ein ich Penis glaube, rumspielt, Tor, wie geil er da das gespielt sehen, hat. Das könnte die große Wende in diesem Spiel sein. Er attackiert ihn, er will den Ball. Benzema, Thema. Und nun Lionel Messi. Müller. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Jetzt müsste er flanken. Klasse. Und festgehalten. Langer Ball auf Messi. Ja, irgendwie kommt er mit seinen Zuspielen heute nicht durch. Ich weiß auch nicht, was da los ist. James Rodriguez. Und nun Lionel Messi. Jetzt ist er vorbei. Keine Ahnung, was das war. Der war auch super. Marcelo. James Rodriguez. Ein toller Pass. Und gut gemacht vom Keeper. Gut mitgespielt. Ach, der war noch dran? Können die da was draus machen? Niemals war der da dran. Niemals. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Warum kriege ich denn nicht den da oben? Ballbesitz ist wichtig. Du kannst aber auch 0-3 verlieren. Ja, und bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir keinen Vorteil für irgendeine Mannschaft. Ich weiß gar nicht, was los ist mit ihm.
Normalerweise kommen seine Bälle fast immer an, aber heute klappt das nicht. Ah! Was? Na gut, komm, dann wechseln wir auch. Dann wechseln wir auch. Bellarabi, nee, doch, Bellarabi für Müller. Und Schürrle für den Reus. Und De Bruyne für den Götze. Einfach mal ein bisschen durchwechseln. Aber leider kommt er nicht an. James Rodriguez. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Ich denke mal bei beiden. Er hat ja auch. Götze? Er wollte ja auch wechseln. Sergio Ramos. Benzema. Und nun Lionel Messi. Ja, das klappt nicht. Das merkt er aber nicht irgendwie. James Rodriguez. Mario Götze. Das muss einen Freistoß geben. Sonst gibt es hier die lustigen Holzhackerwurm. Dreimal geht das Täfelchen hoch. Drei neue Spieler in der gleichen Situation. Und nun Lionel Messi. Den Ball doch raus, Mann. Die Schlussphase läuft, die Schlussphase ist angebrochen. Und ich glaube, die wird noch mal so richtig spannend. Lewandowski. Ach, De Bruyne. Ein weiter Ball auf Karim Benzema. Bellarabi. Jerome Boateng. Ein Spieler am Boden. Och, jetzt verletzt er sich da, oder was? Benzema. Wer war denn das? Der Messi schon wieder, oder was? Geht er rein? Halten, aber noch heiß. Alter. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Und nun Lionel Messi. Ach, Mann. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Herrlich gemacht. Sofort abgezogen. Und. Raus damit. Nimm dich den Ball 3 Minuten an, sondern raus damit. Ja, dieses kacke Ruckle geht mir auf die Eier. Und nun Lionel Messi. Super Pass. Der könnte passen. Was für eine Parade. Und mit diesem Eckball wollen sie den Ausgleich erzwingen. Und nun Lionel Messi. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Doch nicht dahin! Was machst du denn da? Und nun Lionel Messi. Oh, da bahnt sich nochmal was, an. Achtung, jetzt! Wahnsinn, liebe Zuschauer! Da kommt er, der späte Ausgleich. Komm, mach doch das Führungstor, weißt du? Man soll halt nie aufgeben im Fußball. Und jetzt! Und sie geben nochmal alles für den Führungstreffer. Und sie haben noch mal einen Eckball rausgeholt. Oh. Einmal für den Kopfball und einmal für die Parade. Bah, bah. Und wieder eine unfassbare Parade. Und wieder. Leck mich am Arsch. Heute kann sich keiner. Ich hatte recht, dass ich mich nicht zu früh freuen wollte. Hat man gesehen. Und dieses Gruckeln geht mir auf den Sack, deswegen werde ich jetzt die Aufnahme beenden. Und die Mannschaft also die schlägt sich wirklich Folge wacker. Jetzt gleich beenden und nicht mehr weiter aufnehmen. Sprechen mit diesem Zähler. Das eine Eigentor da, das war echt für'n Arsch. Sieben Punkte. Brauchen 10, um nicht abzusteigen. Vielleicht steigen wir auch wieder ab in Liga 5. Wir haben noch 5 Spiele. Naja, das könnte man noch schaffen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude. Bis dahin, tschö.